Willkommen zu diesem Video, in dem ich euch meine realistische Morgenroutine zeigen will. Ich setze Routine hier in Anführungsstrichen, weil auch wenn ich einige meist tägliche Gewohnheiten habe, sehen meine meisten Morgenen nicht gleich aus und deshalb habe ich euch im Vlog-Stil drei unterschiedliche Tage in der Woche mit durch meinen Morgen genommen, damit ihr ein realistisches Bild davon bekommen könnt. So, come spend the morning with me. Guten Morgen, happy Monday. Willkommen zu meiner produktiven Morgenroutine. Mein Wecker hat um 8 geklingelt, ich habe aber noch 10 Minuten gesnoost, um richtig aufzuwachen und wach zu werden. Und das ist eigentlich auch so meine übliche Aufstehzeit. Ich habe versucht, mich langsam wieder unter die Frühaufsteher zu begeben und langsam aber sicher immer wieder früher aufzustehen, vor allem weil es ja jetzt hier auch schon viel früher hell ist. Aber irgendwie ist zurzeit mein Schlafrhythmus einfach so, dass ich lieber ein bisschen länger schlafe und dafür halt auch nicht ganz so früh ins Bett gehe, wie ich es machen müsste, wenn ich halt um 7 aufstehen will. Weil ich brauche auf jeden Fall viel, viel Schlaf. Schlaf ist für mich die beste Art zu resten und ich brauche einfach genügend Schlaf. Und deswegen ist das für mich auch voll okay, bis um 8 zu schlafen. Hauptsache, ich bin dann fit und ready für den Tag. First things first, Bad fertig machen. Hab mein Gesicht gerade gewaschen. Das erste Produkt, was ich benutze, ist dieser Reiniger von No Cosmetics, der AHA und PHA Peeling Cleanser. Ich mag den richtig doll gerne. Ich habe das Gefühl, seitdem ich den benutze, ist meine Haut so viel besser geworden. Und das ist wie so ein durchsichtiges Gel. Das verreibe ich in meinen nassen Händen. Das schäumt so ganz leicht und das verteile ich dann an meinem ganzen Gesicht und nehme wirklich so, keine Ahnung, 45 Sekunden Zeit, um das richtig schön einzuarbeiten und mein Gesicht damit zu reinigen. Abtrocknen. Niacinamide von Colibri Cosmetics für, da mache ich mir so einen Pumpstoß auf meine Fingerspitzen und das mache ich hauptsächlich an den Stellen, wo ich zu pickeln neige, also an meinem Kinn, hier so und auf der Stirn. Lass das kurz einziehen und dann benutze ich noch von Isana diese Hyaluronserum. Davon auch so ein sehr kleiner Pumpstoß, weil das irgendwie sehr ergiebig ist. Das ist auch relativ günstig von Rossmann. Und das verteile ich eigentlich im ganzen Gesicht. Dann benutze ich diese Creme, das ist Nachtpflege von Nivea, für sensible Haut mit Traubenkernöl ohne Parfüm. Und davon benutze ich nur ein ganz bisschen auf meinen Fingerspitzen. Und mache das eigentlich nur an die Augenpartie, weil ich den Rest des Gesichts eh mit Sonnencreme eincreme. Dann braucht ihr nicht noch extra Creme vorher. Und da benutze ich diese Garnier Sonnencreme fürs Gesicht. SPF 50 mit auch Hyaluronsäure. Die ist halt extra fürs Gesicht und ich finde die super angenehm, weil die nicht irgendwie zu doll fettet. Beziehungsweise kurz sieht das Gesicht vielleicht fettig aus, aber das geht dann super schnell weg. Das war meine Hautpflegeroutine, beziehungsweise meine morgendliche Badroutine. Ach, ich bin eigentlich so fit, brauche ich nicht kämmen. Perfekt. Jetzt noch Schmuck. Ganz ehrlich, würde ich sonst erst anziehen, wenn ich mich irgendwie fertig mache und schminke. Aber ich habe den gerade gesehen und mir gedacht, ich zeige euch mal, woher der ist, weil ich da öfter Fragen zu bekomme. Die kleinen Ohrringe habe ich in Leipzig gekauft. Die sind aber auch nicht so gut. Die waren vergoldet, sind jetzt aber schon eigentlich silber. Und diese Kreolen, die ich total oft trage, diese größeren, dickeren, ich liebe die. Die sind von Fane Jewelry. Und dann meinen geliebten Brunner Schmuck. Das ist hier die, ich glaube, der heißt Antipas Choker mit den Perlen und einer goldenen Perle in der Mitte. Die liebe ich. Die ist so wunderschön und die lässt alles so elegant aussehen.
Und dann noch die Positano-Kette. Dazu habe ich auch das passende Positano-Armband. Und dieses Armband, ich liebe das auch. Das habe ich von meiner Au-pair-Mama geschenkt bekommen. Mit so einer kleinen Süßwasserperle. Und das finde ich auch so passend. Und dann mein selbstgemachtes Perlenarmband mit den lila Perlen. Und nach dieser Kette werde ich auch ständig gefragt mit den kleinen Sternschnuppen oder Sternen als Anhängern. Die habe ich 2018 in Australien, oder was? 2019 in Australien in Melbourne gekauft. Und ich weiß leider auch nicht die Marke. Ich könnte euch sagen, wo der Shop zu finden ist. Der ist in Fitzroy, in dem Stadtviertel. Auf der rechten Straßenseite, da in so einem süßen Boho-Laden. Aber ja, das kann man halt nicht hier nachkaufen. Dann meine Uhr, die trage ich nicht jeden Tag, weil ich das manchmal nervig finde, eine Uhr zu tragen. Das ist die von Captain & Son, die Grace, die quadratische. Ich glaube, die heißt irgendwie Soft Gold, weil die nicht so ein krasses Gelbgold hat, sondern eben so ein softes. Und dann lastly meine Ringe. Der hier ist von Bruna, mein Smiley-Ring. Ich liebe den. Ah, ich finde den so cool. Und dann die zwei Ringe, die trage ich auf der anderen Seite immer zusammen. Einmal der Mondring mit den Mondphasen. Den habe ich ebenfalls mit der Kette zusammen in Melbourne gekauft. Und der mit dem grünen Stein, der ist aus Sydney. Liebe ich. Und damit bin ich geschmückt. Next up, Bett machen und eventuell ein bisschen aufräumen. Wenn ich jetzt noch Zeugs liegen hätte, würde ich aufräumen. Ich habe aber gar nicht so viel Zeugs liegen, also hauptsächlich Bett machen. Noch eine YouTube-Empfehlung für euch, und zwar die liebe Vanessa von Daily Vanea. Viele von euch kennen sie wahrscheinlich sogar schon, weil wir haben ziemlich ähnliche Themen und ich schaue ihre Videos so, so gerne. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass euch ihre Videos auch sehr, sehr gut gefallen könnten, wenn ihr meine gerne mögt und meine Themen, die ich behandle. Sie studiert nämlich auch, sie kommt aus Innsbruck oder zumindest studiert sie in Innsbruck, und die Stadt sieht so schön aus. Ich muss da unbedingt mal hin, auch ihre Uni und die View, die sie immer von ihrer Uni hat, bin ich ein kleines bisschen neidisch. Ich folge Vanessa schon richtig lange, eigentlich seitdem wir beide damit angefangen haben, Uni-Content auf YouTube zu posten. Verfolge super gerne ihre Vlogs und ihr Leben auf YouTube und Instagram. Ich finde sie auch immer richtig motivierend mit ihrer guten Laune und Sport-Content, gesunder Ernährungs-Content und natürlich ganz viel Uni- und Produktivitäts-Content. Und was auch noch ziemlich cool ist, falls ihr Studierende seid, die ein iPad benutzen zum Studieren, Vanessa hat einen Etsy-Shop mit richtig coolen iPad-Produkten, Planern, Karteikarten, einem Daily-Planner, Study-Planner, ganz vielen unterschiedlichen Produkten fürs iPad und eben auch für Studierende oder Leute, die gerne organisiert sind und das auf ihrem iPad machen. Also da könnt ihr auch super gerne mal vorbeischauen. Ich werde alle ihre Links unten in die Videobeschreibung packen. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch sie ja noch nicht. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, ihre Videos anzuschauen. Damit ist es jetzt Zeit für den Schreibtisch und die Arbeit. Die Sonne ist jetzt einfach noch ein bisschen rausgekommen. Lieben wir. Uhr, Lilly hat gerade geklopft. It's breakfast time. Das ist traurig. Guck mal, wie dünn der ist.
Käse und Aprikosenmarmelade. Und das ist mein herzhaftes Frühstück. Deswegen mache ich das manchmal, wenn ich was an meinem Handy arbeite. Ich mache mich jetzt quick ein bisschen fresh und fertig. Wenn mich noch was schmecken, mache ich jetzt nicht jeden Morgen, wenn ich nur was für die Uni zu tun habe oder so. Dann lohnt sich das nicht, aber... Ich hasse Druckschau. Schminktasche aus Melbourne. Ich kann dich ja kurz im Schnellverlauf meine Make-up-Routine zeigen, die ich... Also so meine Daily-Make-up-Routine sozusagen. Meine Augenbrauen sind gerade gefärbt, deswegen muss ich damit nicht viel machen. First Product, dieses Make-up von Max Factor. Und davon mache ich mir einfach ein bisschen was auf meinen Finger und mache das dann dahin, wo ich glaube, es zu brauchen. Ich benutze es auch als Concealer, weil der Concealer, den ich habe, den mag ich nicht. Der deckt irgendwie null ab. Und ich benutze die halt nicht als Full-Face-Foundation, sondern... eher so als Concealer zum Abdenken von Rötungen. Und dann verteile ich das auch einfach mit meinen Fingern. Next up von Pure You, dieser Contouring Stick in der Farbe Coast Life. Ich liebe den, der lässt sich einfach so gut verblenden und hat so ein natürliches Finish. Next up der Highlighter Balm von Pure You, den habe ich in der Farbe Champagne Dew. Und bevor ich den auf der Wange verblende, mache ich meinen Blush drauf. Der ist von Cass. Und zwar in der Farbe Rose. Auch so ein Blushstick. Und ich finde die Farbe so schön, die passt so gut zu meinem Hautton. Davon mache ich mir was unter den Highlighter. Und dann verblende ich das so miteinander. W7, den Honolulu Bronzer. Macht aber auch von einfach ein kleines bisschen so eine Spitze. Und das nochmal zusätzlich als Bronzer. Because I like to be bronzed. Ebenfalls von W7 diesen Eyebrow Pencil. Auf der Kamera sehen die irgendwie ultra krass aus. In echt sehen die gar nicht so krass aus. Naja. Curling. Baby, we built this house. Day Mascara von Cass. Die mag ich richtig gerne. Ich finde, die macht so natürliche Wimpern. Und dafür habe ich jetzt genau 10 Minuten 27 gebraucht und dabei nochmal durchgequatscht. Also geht's echt schnell. Und ich finde es so funny, dass ich mich im letzten Jahr, also eigentlich bis letztes Jahr, gar nicht geschminkt habe. Und wenn ich mich geschminkt habe, dann wirklich nur Mascara und Augenbrauen. Und jetzt macht mir das so viel Spaß und ich mache das so gerne. Und ich fühle mich danach gut. I don't know. Was ich vergessen habe, das habe ich in den letzten Tagen öfter mal gemacht und ich fand das irgendwie ganz cool. Und zwar habe ich mit meinem Bronzer mir wie so Freckles gemalt. Und zwar entweder mit einer Bobbypin, mit einer Haarklammer. Ich habe aber leider keine. Deswegen benutze ich meinen Tweezer, der so spitz ist. Mache den so ein bisschen vorne feucht. Und dann gehe ich in meinen Bronzer hier rein und mache mir dann hier wie so... kleine Freckles. Und damit die dann nicht so ganz so krass sind, tupfe ich die oder drücke die so ein bisschen in meine Haut rein. Ich weiß nicht, ob man die in der Kamera so überhaupt sieht. Aber jetzt bin ich fertig. Jetzt sind es 13 Minuten. Hier nochmal der fertige Look bei gutem Licht. Und ich filme jetzt was. Bis später. Heute bin ich tatsächlich mal 7:30 Uhr wach. Ich hatte mir gestern vorgenommen, 7:30 Uhr aufzustehen und es nicht gemacht. Und heute habe ich es mir wieder vorgenommen, aber mit dem Wissen, dass ich diesmal wirklich gern 7:30 Uhr aufstehen würde. Weil ich gerne auch ins Gym will, ein bisschen Frühsport machen, eine kleine Runde Cardio am Morgen. Und wenn man irgendwie morgens was zu tun hat und einen Grund hat, früh aufzustehen,
dann ist es irgendwie ein bisschen einfacher. Ich bin trotzdem müde und denke mir, muss das jetzt wirklich sein? Aber ich weiß noch, dass ich mich beim letzten Mal, als ich das gemacht habe, so krass gut gefühlt habe an dem Vormittag. Deswegen hoffe ich, das ist jetzt meine Motivation, damit ich es durchziehe. Draußen sieht es so schön und frühlingshaft aus. Die Sonne scheint. Und seht ihr das Grün? Ganz leicht an den Spitzen der Bäume. Es ist jetzt gerade mal kurz vor 8 und ich bin schon unterwegs und es fühlt sich so gut an. Also ich fühle mich jetzt schon gut, auch noch eine Runde rauszugehen morgens, wenn die Vögel anfangen zu zwitschern. Und nachher werde ich mich bestimmt noch besser fühlen nach meinem Workout. Und ich muss halt eh duschen und Haare waschen heute früh. Von daher dachte ich, kann ich mich auch vorher noch eine kleine Runde bewegen, dann lohnt es sich umso mehr. Ich bin fertig im Gym. Ich habe gerade noch ein Paket abgeholt, was hier im Supermarkt abgegeben wurde. Es ist sehr windig und ein bisschen frisch. Lag ich gerade erstmal noch, keine Ahnung, 20 Minuten, 30 Minuten, ich weiß es nicht mal, im Bett, nur in Sport-BH und Unterhose und habe kurz am Handy gechillt, also kurz, weil ich musste erstmal kurz chillen, ich bin ein bisschen fertig und jetzt werde ich aber wirklich duschen gehen. Es sollte ja eine realistische Morgenroutine für euch werden, also muss ich das wohl mit euch sharen. Fresh out of the shower. Und ich habe jetzt Lilly auch gerade schon geschrieben, Lilly, ich habe Hunger, wann wollen wir essen? Wir sprechen uns nämlich immer ab, dass wir zusammen frühstücken. Mal sehen, ob sie mir schon geantwortet hat. Ich hasse das so kalt, denn so Haare im Nacken zu haben. Ich werde jetzt Tagebuch schreiben, 6 Minuten Tagebuch. Und dann werde ich noch ein bisschen was am Laptop machen. I am very hungry. Dafür weg, aber die da so in diesem Brief, wo so. Hat er mal gemacht. Ja. Sojasauce und ich glaube, es wird sehr salzig schmecken. Ich weiß es nicht. Ich habe mir jetzt gerade nach dem Frühstück noch einen Kaffee gemacht und werde jetzt an meinem Laptop ein bisschen was arbeiten. Nachher haben wir auch noch Vorlesung, 14 Uhr. Also habe ich jetzt noch 1,5 Stunden Zeit. Vorher muss ich mich aber auch noch irgendwie ein bisschen ready machen. Meine Haare trocknen jetzt gerade noch. Und damit ist der Vormittag dann auch vorbei. Mich würde mal noch interessieren, was für euch dazu beiträgt, dass ihr einen guten Start in den Tag habt. Entweder einen produktiven Start oder ihr euch einfach gut fühlt mit eurer Morgenroutine. Bei mir ist das auf jeden Fall, dass ich ausgeschlafen bin. Also entweder früh ins Bett gehen oder halt ein bisschen länger schlafen. Das ist mir viel, viel wichtiger, als dass ich unbedingt immer zur gleichen Zeit aufstehe. Hauptsache, ich bin dann den Tag, wenn ich wach bin und wenn ich was Produktives machen will, fit und kann was machen und bin nicht müde. Also ausschlafen bzw. ausgeschlafen sein und dann am Morgen mir ein bisschen Zeit für mich nehmen, nicht ans Handy gehen, ein bisschen irgendwie was machen, was mir gut tut, erstmal ruhig in den Tag starten, meine Morgenroutine so ein bisschen machen, im Bad und dann auch mein Zimmer aufräumen und erst dann mich an den Schreibtisch setzen, nachdem ich vielleicht auch Tagebuch geschrieben habe und mein Laptop und mein Handy anmachen, nachdem ich mir wenigstens eine halbe Stunde oder 20 Minuten oder so Zeit für mich genommen habe. Ja, und eine Sache, die auch mega wichtig ist, dass ich mir entweder morgens Tee mache oder mir direkt meine Wasserflasche hinstelle und anfange, was zu trinken. Weil oft habe ich morgens nicht so richtig Durst, aber gleichzeitig weiß ich, wenn ich nicht direkt anfange, was zu trinken, dann bin ich mega dehydrated. Ich bin ja eigentlich auch mega dehydrated von der Nacht und muss das auf jeden Fall aufholen. Aber irgendwie habe ich morgens meist nicht so das Bedürfnis, was zu trinken und muss mich dazu so ein bisschen selbst überreden. Deswegen ist es auch voll wichtig, dass ich mir entweder einen Tee mache oder irgendwie Wasser und direkt ein paar Schlucke trinke, damit ich da so reinkomme. Hey,
Happy Sunday. Ich habe heute einfach so lange geschlafen, aber ich bin trotzdem nicht so richtig wach. Und das finde ich immer nervig, wenn man ausschläft und dann aber trotzdem so träge ist. Wisst ihr, was ich meine? Manchmal ist das gar nicht so angenehm, dann noch so lange zu schlafen. Kurz vor 10. Und Sonntag ist immer so ein Tag, wo ich mir gönne, dass ich ohne Wecker aufstehen kann und ausschlafen kann. Tatsächlich vorhin schon um 9 wach und dachte mir, ich drehe mich nochmal um. Vielleicht war das ein Fehler. Manchmal ist es blöd, sich dann nochmal umzudrehen und dann nochmal weiter zu schlafen, weil dann ist man danach müder als vorher. Aber naja, Sonntag ist für mich so ein Tag, an dem ich, egal wie viel ich zu tun habe, egal wie viel auf meiner To-Do-Liste steht, das Wichtigste ist, dass ich ein bisschen entspannt den Tag angehe und mir auch Zeit für entspannte Dinge nehme und es nicht nur darum geht, so viel wie möglich zu schaffen, sondern ich mache natürlich immer was. Also es ist nicht so, dass ich Sonntag immer chille, also nur chille. Aber es geht nicht darum, so viel wie möglich zu erledigen, sondern einfach den Tag zu genießen und nebenbei ein bisschen auch was zu machen. Am Sonntag ist Entspannen Priorität Nummer 1. Sobald die Sonne scheint, ist Priorität Nummer 1, eine Runde rauszugehen. Ich wollte eigentlich heute früh mich als allererstes fleißig an meinen Schreibtisch setzen und noch was abgeben bzw. Fertig machen und dann abgeben. Aber ich habe auf den Wetterbericht geguckt und heute Nachmittag soll die Sonne nicht mehr scheinen, sondern es soll wirklich sein, deswegen muss ich das jetzt ausnutzen. Es ist auch gar nicht so kalt. Ich habe meine Jacke schon ausgezogen und nur Pulli und T-Shirt an. Und der Wind ist zwar ein bisschen frisch, aber die Sonne hat schon richtig viel Kraft und das ist so angenehm. Und ich bin froh, dass ich jetzt noch mal ein Ründchen gehe. Die Natur ist auch ganz kurz davor, endlich aufzublühen. Ich finde es so krass, wie lange das dauert, weil in Deutschland ist es ja schon lange geschehen. Und wir hatten ja eigentlich jetzt auch mega warmes Wetter und keinen Frost mehr in der Nacht und so. In den letzten Wochen, aber trotzdem, wir haben jetzt langsam Frühblüher endlich, aber dass so die Bäume aufblühen, dauert noch ein kleines bisschen, aber jetzt sieht es aus, als wäre es kurz davor. Uhr 30, jetzt ist aber auch wirklich Zeit fürs Frühstück. Ein schönes Sonntagsfrühstück werden und es ist ein verbranntes Sonntagsfrühstück geworden. Ich glaube, man kann das noch essen, es ist nicht schwarz, aber es ist sehr dunkel und ich mag eigentlich sehr knusprige Sachen, bei sowas immer nicht, aber ich mache das Beste draus. Ich habe mir noch Obst aufgetaut und Aprikosenmarmelade. Frühstück war glücklicherweise letztendlich doch ein Success. Man hat es echt gar nicht geschmeckt, dass es so dunkel geworden ist. Von daher konnte ich es genießen. Ich habe mit Talisa noch ein bisschen gequatscht und mir jetzt einen Kaffee gemacht. Und jetzt, auch wenn es etwas später ist, als ich es gehofft hatte, werde ich mich an meinen Term Paper setzen, das noch einmal komplett durchlesen, Korrektur lesen, beziehungsweise gucken, ob ich damit jetzt wirklich zufrieden bin und es dann hoffentlich ganz schnell abschicken. I did it! Ich finde es echt krass, wie man dann beim allerletzten Lesen trotzdem noch Sachen findet, obwohl ich es ja vorher schon so oft durchgelesen habe. Aber jetzt reicht's. Ich habe es jetzt gerade abgegeben. Submitted. Und jetzt kann ich mich anderen Dingen widmen.